Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, bitte sehen Sie es mir nach, dass ich gleich mit einem Manuskript arbeite. Ich bin halt gerne gut vorbereitet und möchte nicht wie Martin Schulz falsche Zahlen nennen oder wie Herr Maas gleich eine komplett falsche Rede halten. Mark Twain hat einmal gesagt, um eine gute, spontane, dreiminütige Rede zu halten, bräuchte er 3 Tage der Vorbereitung. Ich habe etwas länger gebraucht. Was dabei rausgekommen ist, ist keine Krawallrede. Viele von Ihnen kennen mich und wissen, dass mir reißerische Reden nicht liegen. Ich versuche lieber, die Menschen auf eine sachliche, besondere Art mitzunehmen. Das im Hinterkopf und angesichts der sehr begrenzten Zeit, stellen Sie sich also bitte vor, ich hätte jetzt bereits alle Knöpfe gedrückt, bei denen wir AfDler begeistert sind. Es hätte jede Menge Applaus gegeben und jetzt darf ich direkt zum inhaltlichen Teil meiner Rede kommen. Sie wollen ja schließlich was über die Kandidaten, die Sie nach Berlin schicken, erfahren und nicht nur ein paar Punkte aus unserem Programm, die wir eh alle unterschreiben würden. Was mich neben all den anderen schlimmen Entwicklungen in unserem Land umtreibt, ist der Verlust der Normalität. Der Verfassungsschutzpräsident Herr Maaßen sagte jüngst, wir leben nicht mehr in der Normalität, wir leben jetzt in einer Lage. Unglaublich, oder? Ich glaube, ich darf davon ausgehen, dass jeder von uns, keiner von uns in einer Lage leben müsse. Oder schlimmer, dass unsere Kinder in einer Lage leben müssen. Wo kommen wir denn dahin? Ich jedenfalls will mein altes, mein sicheres Deutschland zurück. Dafür trete ich an. Alles, was vor allzu langer Zeit noch normal war, gilt heute nichts mehr. Die Veränderungen unserer Gesellschaft, unserer Welt gehen mir zu schnell, zumal sie oft in eine Richtung gehen, die mir nicht gefällt. Die Bedrohungen und Unsicherheiten nehmen durch unsere eigene Regierung verschuldet allerorten zu. Wenn man mir aufgrund dieser Feststellung vorwirft, ich wäre nicht progressiv genug, nicht modern genug, nicht tolerant genug, dann stehe ich dazu, denn ich bin konservativ. Ich will nur das Gute bewahren, nur das Sinnvolle, das Vernünftige, zukunftsgerecht ändern. Keine Gesellschaftsexperimente mit desaströsen Folgen an uns Deutschen dulden. Doch an die ungeschriebenen Regeln, die das gedeihliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft möglich gemacht haben, halten sich zunehmend weniger Menschen. Gleichzeitig werden immer mehr Regeln festgeschrieben, die uns in unserer Freiheit einschränken, in der Meinungsfreiheit, die Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung, in der Freiheit, über unser Vermögen frei zu verfügen. Diese Freiheit müssen wir uns zurückholen. Wir müssen den aus dem Ruder gelaufenen Staat der Verbotsparteien und Ideologen auf das notwendige Maß zurückdrängen und zurecht stutzen. Grenzenlose Freiheit ohne Rahmen aber funktioniert nicht. Daher brauchen wir eine Klammer, die sie umfasst. Diese Klammer, die freie Menschen zusammenhält, muss sein, was für die selbstorganisierte Gesellschaft sinnvoll ist und nicht die Freiheit des anderen mehr als nötig beschneidet. Meine Damen und Herren, diese Klammer ist konservativ. Es sind überbrachte Regeln, Etikette, Werte, Kultur, Sprache, Heimat, Schutz und Trutz. Diese Grundlagen machen unsere deutsche Gesellschaft funktionsfähig, zukunftsfähig und lebens- und liebenswert. Sie scheinen aber heute den selbstgefühlten Eliten in Politik, Gesellschaft und Medien nichts mehr wert zu sein. Sie reden derzeit lieber über die sogenannte Energiewende zulasten von Mensch und Umwelt. Im Genderwahn wird die Auflösung der klassischen Familie propagiert. Wer sich unsicher fühlt, bekommt von Ministern den guten Rat, man soll sich halt einen Hund zulegen. Ein Tipp, den ich übrigens befolgt habe. Die Zuwanderung wird allerseits als Allheilmittel propagiert. Alles spricht von notwendiger und positiver Integration. Aber, meine Damen und Herren, es darf bei Demografie- und Zuwanderungsdebatte nicht nur um den Erhalt unserer Bevölkerungsgröße gehen, denn das ist kein Wert an sich. Es muss in erster Linie um den Erhalt unserer Nation gehen, meine Damen und Herren. Um die Werte, die Kultur, die Rechtsstaatlichkeit, die soziale Marktwirtschaft, die Freiheit. Um all das, was wir uns in Jahrhunderten nach Reformation und Aufklärung, nach Freiheitskriegen und Vormärz, trotz und wegen zweier Weltkriege und zweier deutscher Diktaturen geschaffen haben. Darum geht es und um nichts weniger. Also muss es der deutschen Politik selbstverständlich in erster Linie um die Interessen Deutschlands gehen. In Frieden und Freundschaft mit unseren Nachbarn und den Menschen dieser Welt. Aber das geht nur, wenn unser Angebot von Frieden und Freundschaft keine Einbahnstraße ist. Das zu erreichen, ist jedoch nur möglich aus einer eigenen Position der Stärke heraus. Wir müssen wieder willens und in der Lage sein, uns nach innen wie nach außen zu verteidigen. Dazu brauchen wir Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskräfte, adäquat materiell und personell ausgestattete Ordnungs- und Sicherheitskräfte und vor allem auch den politischen Willen, diese Kräfte gegebenenfalls einsetzen zu müssen. Den Feinden von Frieden und Freiheit muss entschlossen entgegengetreten werden.
Nur durch das Erlangen eigener Stärke können wir uns von Großmächten und internationalen Organisationen emanzipieren. Nur so erlangen wir wieder eine echte Souveränität unseres Landes, Freiheit für Deutschland. Erst aus einer Position der Stärke heraus werden wir nicht mehr wie mit der inhaltslosen und fremdgesteuert erscheinenden Frau Merkel den Kotau vor anderen machen, wie dem Despoten vom Bosporus oder einem Herrn Mario Draghi, so als ob wir der Hans Wurst Europas wären. Es darf nicht sein, dass alle Welt auf Deutschlands Kosten lebt und uns ob unserer Schwäche auch noch verachtet. Meine Damen und Herren, auch das muss ein Ende haben. Wir müssen uns selbst neu definieren. Deutschlands Regierung muss damit aufhören, sich anheischig zu machen, in dem Irrglauben, es könne sich damit Freunde machen. Es muss wieder gelten, dass Staaten keine Freunde haben, sondern Interessen. Und daher muss deutsche Politik, müssen deutsche Politiker auch deutschen Interessen dienen. Wenn wir es nicht schaffen, die katastrophalen Entwicklungen in unserem Land zurückzudrehen, wenn die Pläne der etablierten Parteien Erfolg haben, alles abzuschaffen, was unsere deutsche Nation ausmacht, dann wäre das nicht mehr mein Land. Aber so weit darf es auf keinen Fall kommen. Dafür stehe ich, dafür will ich mich einsetzen. In Anlehnung an unseren Freund Norbert Hofer von der FPÖ sage ich Ihnen, ich möchte gerne auf unser liebes Deutschland aufpassen. Und ich sage Ihnen noch eins, wer Deutschland nicht liebt, der soll es halt verlassen. Ich aber werde mit Ihnen bleiben. Denn ich erwarte den Ping und überspringe einen kleinen Teil. Also komme ich zum Ende. Machen wir aus Deutschland wieder die großartige Nation, die es sein kann und auch sein muss. Überwinden wir Nationalsozialismus, Realsozialismus und die verdammten 68er. Schaffen wir die längst überfällige geistig-moralische Wende. Überwinden wir, Sie und ich, meine Damen und Herren, was uns im Inneren und von außen gegen unser Land gerichtet ist. Emanzipieren wir uns, um aus einer Position der eigenen Stärke heraus in einem gleichberechtigten Verhältnis zu unseren Nachbarn und den Ländern der Welt in Frieden und Freundschaft leben zu können, wo es geht. Dafür trete ich an. Wenn in unserer Partei, das war's. Die Zeit ist um. Jawohl. Herzlichen Dank. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, 5 Fragen an den Kandidaten zu stellen. Die erste Frage bitte. Ja, Christian Lex, Kreisverband Warendorf-Berringer. Herr André Hensch, ein Kollege von mir ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Soest, wo du auch sitzt. Er hat sich immer sehr positiv über dich geäußert. Insbesondere hat ihn gefreut, dass du ohne Not den Haushalt der Stadt Soest mitgetragen hast, in dem eklatant gegen unser Energieprogramm verstoßen wird und der Klimawandel zur Frage schön geredet wird. Ja, das ist die Frage. Jetzt kommt. Kannst du mir bitte erklären, was das Ziel war, diesen Haushalt mitzutragen und gegen unser Bundesprogramm zu verstoßen? Vielen Dank. Als Kommunalpolitiker hat man natürlich in allererster Linie erstmal Verantwortung für die Menschen in seiner Gemeinde. Und nachdem ich mich da wirklich vielfältig beraten habe lassen und feststellen musste, was die Konsequenz gewesen wäre, nämlich tatsächlich in die Haushaltssicherung zu gehen, unter Zwangsverwaltung zu kommen. Kommunale Zwangsverwaltung ist das Schlimmste, was einer Kommune passieren kann, weil man jeden Gestaltungsspielraum verliert. Und da wir in unserer Stadt eine gute Finanzpolitik überwiegend machen, muss ich sagen, dass ich diesen Kompromiss eingehen musste, diese Kröte schlucken musste, keine Frage. Es gab auch noch ein paar andere Punkte, aber zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger war das noch das Beste, was man machen konnte, denn alles andere wäre einer Blockadepolitik durch die Linken, durch die Grünen, durch die SPD gleichgekommen, die genau das nämlich gewollt haben, um damit dann tatsächlich die gut funktionierende konservative Mehrheit in unserer Stadt zu sabotieren. Frage Nummer 2, bitte. Petra Jacobi vom Kreisverband Lippe. Ich möchte dich einmal was zu deinem Demokratieverständnis fragen, wenn du sagst, Demokratie ist nur gut, wenn sie einem nützt. Das ist recht einfach zu erklären. Das wurde ja von mir tatsächlich geschrieben und das wurde im Stern veröffentlicht. Wie gewohnt aus diesem deutschlandfeindlichen Blatt war das natürlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Denn ich habe das in dem Zusammenhang erwähnt, dass ich es einfach nicht verstehen kann und auch nicht gutheißen kann, egal von welcher Seite, welchem Lager oder welchen Menschen in dieser Partei tatsächlich Abstimmungsergebnisse, demokratische Abstimmungsergebnisse nur akzeptiert werden, wenn sie einem nützen. In diesem Zusammenhang habe ich das gesagt, dafür stehe ich nicht ein. Ich bin bereit, mit den allen Lagern, allen Fraktionen hier in dieser Partei zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, wir haben alle das Herz am rechten Fleck. Und dementsprechend denke ich, wir müssen dann an uns selbst arbeiten, dass wir zukünftig solche demokratischen Abstimmungsergebnisse, auch wenn es mal schwerfällt, akzeptieren und zusammen für die Einheit der Partei stehen. Frage Nummer 3, bitte sehr.
Herr Beringer, du hast das Thema Sicherheit angesprochen. Was glaubst du, kannst du aus persönlichen Erfahrungen die nationale Sicherheit in die Sicherstellung im Bundestag mit einbringen? Ja, ich bin Reserveoffizier, wie man vielleicht schon weiß. Ich habe in meiner gesamten Zeit, seit der Schulzeit im Grunde, immer mich in sicherheitspolitischen Gremien engagiert. Ich war Ortsgruppenvorsteher des ACRIAS, des Arbeitskreises der Reservisten für Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik. Ich bin im Reservistenverband, ich besuche Vorträge, ich habe entsprechende Literatur abonniert und bin da vielfältig interessiert. Ich bin aktiv als Reservist, habe also gute Kontakte auch zu der Truppe und dementsprechend weiß ich um die Missstände dort. Und ich weiß auch darum, dass das Weißbuch der Bundeswehr sich lieber um Gendergerechtigkeit in der Truppe kümmert und die Kitas in Regenbogenfarben anstreichen möchte. Das bringt uns aber sicherheitspolitisch nicht vorwärts. Ich hatte es gesagt, wir müssen aus einer eigenen Position der Stärke heraus agieren. Und das schaffen wir nur mit ordentlich ausgestatteten und ausgebildeten Ordnungs- und Sicherheitskräften. Daher würde ich auch gerne in den Verteidigungsausschuss gehen. Denn um die nationale Souveränität gewährleisten zu können, ist eine wirkungsvolle und wirkmächtige Armee das einzige Mittel. Und da müssen wir hinkommen. Dann Frage Nummer 4, bitte sehr. Ich habe bei der ersten Antwort was nicht verstanden. Wieso kann eine Stadt, in dem Falle Soest, einen guten Haushalt haben, wenn sie kurz vor der Haushaltssicherung oder Zwangsverwaltung steht? Das ist genau die Frage, die die Soesten auch gestellt haben. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, wenn man sich die Haushaltssanierungskonzepte anguckt, die seitdem die Sozis nicht mehr an der Macht sind in unserer Stadt, tatsächlich Millionen, zig Millionen Beträge nach und nach abbauen und dementsprechend wir auf einem wirklich guten Konsolidierungskurs sind, dann muss das tatsächlich auch unterstützt werden und nicht dann tatsächlich gegen die Verwaltung genutzt werden, indem man ihnen da vorwirft, dass sie Kredite aufnehmen oder Ähnliches. Wir sind auf einem guten Weg und das muss man eben auch honorieren und gegebenenfalls dann mittragen, um die bürgerliche Mehrheit in unserer Stadt zu unterstützen. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine fünfte Frage. Bitte schön. Ja, nur noch mal zur Nachfrage. Du hast gesagt, du hast den Haushalt der Stadt Soest mit der CDU unterstützt, um das bürgerliche Lager zu stärken. Ich habe eben nur kurz nachgeschaut. Die CDU und die FDP haben keine Mehrheit, auch nicht mit der einen Stimme AfD. Wenn der Haushalt verabschiedet worden ist, dann muss er von anderen mitgetragen worden sein. Und ich möchte dazu nur kurz fragen, wer den Haushalt denn sonst noch neben dir mitgetragen hat? Ja, das ist in der Tat ein Riesenvorteil in unserer Stadt. Wir haben keine große Koalition, denn das ist ja nun wirklich der Tod jeder politischen Debatte. Wir haben im Wesentlichen zwei Lager, die Linken und die Bürgerlichen, nenne ich sie mal. Und da haben wir neben der CDU und der FDP eben auch die BG, die Bürgergemeinschaft, eine relativ etablierte kommunale Partei bei uns. Und die AfD mit mir als Einzelratsmitglied. Und das Lustige ist, es kommt in dieser Gemengelage, dass diese beiden Lager fast gleich groß sind, häufig auf eine Stimme an. Das macht auch meinen Erfolg dort aus. Ich versuche wirklich mit den Parteien, die mit mir zusammenarbeiten wollen, zusammenzuarbeiten und da dann mit meiner einen Stimme, die dann das Zünglein an der Waage sein kann, Einfluss zu nehmen. Und in diesem Fall war das tatsächlich so. Und ich bin da auch ganz froh darüber, dass ich diese Möglichkeit der Einflussnahme habe, obwohl wir nur einen Mann in dem Parlament haben. Ja, vielen Dank. Dann haben wir eine Vorstellung gehört, 5 Fragen und 5 Antworten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt ein Ergebnis. Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 233. Ungültig 0. Enthaltungen 2. Nein gegen alle 17. 233 minus 2 ist 231, durch 2 ist 115,5, ergibt ein Quorum von 116 Stimmen. Auf Frau Silvia Lilge sind entfallen 97 Stimmen und auf Herrn Elzner von Gronow sind entfallen 117 Stimmen. Fest, dass im zweiten Anlauf der Kandidat Elzner von Gronow die erforderliche einfache Mehrheit erreicht hat.